Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Aus Jesaja 60. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über uns. Dieser Vers beschreibt für mich sehr gut die Wirkung von Licht und Decke in unserer renovierten Kirche. Die Decke schwebt schon fast und die neue indirekte Beleuchtung verstärkt diesen Effekt zusätzlich. Nun ist es unsere Aufgabe, aufzubrechen und Licht zu werden und die Herrlichkeit des Herrn in unseren Gottesdiensten und in unserer Gemeinde spürbar zu machen. Das sanfte, orange-rote Licht des Sonnenauf- und Untergangs, das uns an unsere Verantwortung für Gottes Schöpfung erinnert. Das feuerrote Licht soll für die Dinge stehen, für die wir brennen und die uns begeistern. Das grüne Licht soll uns ein Hoffnungsschimmer in schwierigen Zeiten sein, denn auch für unsere Kirche wird die Zukunft keine einfache. Und wir brauchen immer wieder kleine Hoffnungszeichen, die uns den Weg zeigen, um als Kirche und Gemeinde zukunftsfähige und tragfähige Angebote zu machen. Das blaue Licht sei uns ein Zeichen dafür, dass es sich lohnt, auch immer wieder zur Ruhe zu kommen und sich zu sammeln. Dass wir als Kirchengemeinde ein Ort der Besinnung und der Einkehr sein sollen. Zum Schluss das bunte Licht. Es steht dafür, wie bunt und vielfältig unsere Gemeinde ist. Und ich wünsche mir, dass sich das auch in unseren Gottesdiensten und Angeboten niederschlägt. Und natürlich steht die bunte Beleuchtung, wie könnte es anders sein, auch für Feiern und Party. Denn das wollen wir heute tun, feiern, dass unsere schöne Kirche wieder im neuen Glanz erstrahlt.